Feuer, 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 Feuer. Schneller, Zimmermann, schneller, Zimmermann. Wir wollen jetzt keinen brennenden Motor. Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Bomber Crew. Willkommen zu einer weiteren Folge. Und zwar haben wir jetzt ein neues Flugzeug. Also ich musste den Skin umändern, weil ja Walter 2 ist abgestürzt. Jetzt sind wir bei Walter 3 angekommen. Kann ich irgendwie den... Da, so seht ihr es. Ich habe mal hier vorne Flammen dran gemacht. Ich hatte jetzt keine Zeit, irgendwie ein tolles eigenes Symbol zu bauen. Auf jeden Fall wird die Motortextur mal geändert. Der Rest bleibt gleich und der Grundanstrich wird geändert. Und eventuell der Text. Wie auch immer, ja. Ich habe gerade Kohle, ich habe vergessen, was ich jetzt zuletzt abgegradet habe. Wie auch immer, los geht's zum Briefing. Ah. So, ich wollte mal diese Mission hier machen. Das ist Rollbombenprobelauf. Da müssen wir wahrscheinlich irgendwas üben. Wir planen einen Großangriff auf einen Staudamm. Oh, das ist sogar, Tatsache. Das sind, so quasi titschende Bomben, wenn ich das richtig, in Erinnerung habe. Das sind so Bomben, die werden, vor einem Staudamm abgeworfen. Die titschen dann so auf das Ziel zu. Ist das richtig? Oder vertausche ich das gerade mit so einer Bombe, die auf Schlachtschiffe abgeworfen wurde? Egal, wie auch immer. Ja, die Chance ist deine Chance, dich vor dem großen Tag mit einem Bombentyp vertraut zu machen. Das machen wir. Ja, das müssen wir gemeinsam machen. Aber es gab so eine titschende Bombe. Ja, die wurde gegen die Scharnhorst eingesetzt. Das kann auch sein, dass das die ist. Rollbombe. Wir werden sehen. Ja, okay. Los geht's. Großgesetzt, alle Mann bereit, Zeitschlafe, Zimmermann, Dragons, Jarist, Voltrox, Snoozel, Max Snoozel. Und jetzt sterben wir hier beim Probelauf. Oh yeah, ist auf jeden Fall Nacht. Sie kommen nachts mit dem Nebel, wenn es am dunkelsten ist. Ah, Mitternachtsblau, sehr cool. Boah, guck mal, wie groß die Bombe ist. Das ist ein bisschen wie bei Thunderbirds, ja? Wir sind Thunderbirds 2 und können verschiedene Thunderbird-Typen mitnehmen. Geringe Überreicht, bla bla. Vorhin haben sie die Klappen abgemacht und dann das Ding dran gehangen. Wäre cool, wenn man sich selbst aussuchen könnte, welche Bombenlast man mit. Bombenlast! Dieses Wort auch schon, ne? Bombenlast. Mitnehmen könnte. Irgendwie so eine Art Free-Flight-Mission. Finde Ziele da und da, welche Bombe zu mitnehmen, meistens so ungefähr, und dann abwerfen und gucken, wie viele Punkte man macht, indem man besondere Ziele bombardiert. Oder Städte oder so, ja. Na gut, daran wollen die Alliierten bestimmt nicht erinnert werden. An wahllosen Städtebombardierungen. Oh Mann, ey. Der abgefuckte Zweite Weltkrieg. So. Gehen wir auf Mager, gehen wir ins Geschütz, auch wenn jetzt niemand kommen würde, wahrscheinlich. Obwohl, kannst du auch da sitzen bleiben. Dragons, runter. Okay. Haben wir dann ein Ziel vorgegeben? Dann ist immer Damm zerstören. Wir sollen unseren eigenen... Achso, das ist wahrscheinlich ein Testdamm. Wir werden sehen. Mager aufgeladen. Okay, markiere das Ziel, um den Bombenabwurf einzuleiten. Beginne den Zielanflug auf niedriger Höhe. Da sind wir sowieso immer, ist dann das Flak da. Da. Ich meine, wir können das ja nicht direkt auf den Damm werfen. Ah, guck mal, jetzt macht es so einen besonderen Anflug. Okay. Kommen wir mal schneller hier. Wir wollen noch eine andere Mission fliegen heute. Wenn du dich dem Staudamm näherst, halte nach dem Visierlicht dann in der Anzeige Bombenschützenausschau. Wirf die Bombe dann ab, wenn die Visierlichter sich treffen. Was für Visierlichter? Ich sehe keine Visierlichter. Ach da, scheiße. Hoffentlich war das richtig. Wie geil, ey. Super. Ja, ich glaube, das war die Bombe. Und zwar hat die Scharnhorst sich immer eingenebelt. Und man konnte das Ziel dann nicht mehr richtig treffen. Und dann haben die halt quasi die Bombe ins Ziel titschen lassen. Unter dieser Nebelwolke, wenn ich das richtig in Sinnung hatte. Spitfires finden. 3 Stück. Was denn jetzt was? Wir haben Kontakt zu Spitfires über Ärmelkalle. Versuche ich auf den zu machen. Bla bla bla. Ah, ja, wer hätte das gedacht? Da geht's los. Alle Mann in Position. Die.
So viel zum Testerwurf. Komm, mach die weg hier. Das sind doch nur ein paar Messerschmitz. Boom. Noch einer ist da. Nummer 1. Da kommen noch mehr Flieger. Wir können noch ein Bild machen, das ist eine gute Idee. Halt, Moment, ich muss jetzt den da finden. Okay, dann machen wir noch ein Foto. Bitte lächeln. Oh, guck mal, da kann man noch eins machen, glaube ich. Mal schnell nachladen. Okay. Danke nochmal für den Tipp. Wenn man startet, soll man einfach direkt nachladen. Hat man immer direkt einen Gurt mehr. So, machen wir das Bildchen. Ja, dann hauen wir mal ab. Okay, auch nur Messerschmitz. Oh, und vor uns nochmal drei, das gibt's doch nicht. Die hassen mich. Wer braucht denn hier Medizin? Ach, das ist Auto-Heal, ne? Ah, ist das toll. Ist das richtig? Feuer, 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 Feuer. Schneller, Zimmermann, schneller, Zimmermann. Wir wollen jetzt keinen brennenden Motor. Muss der Motor 3 sein? Ja. Reparieren. Sehr gut. Jetzt kann eine Fassrolle machen. Los, Linus Zimmermann, der beste Mann an Bord. Ihr seid alle die Besten, aber Linus, meine Güte. Ja, wer klettert sonst von euch auf den Flügel? Wer kann er noch reparieren? Jay Jarrist oder... Nee, Quatsch, das ist Voltrock. Voltrox, Volti Voltrox. Dürfen wir nicht vergessen, im Notfall, dass er was reparieren kann. Weil so wie ich mich kenne, vergesse ich sowas. So, mach erstmal ganz und dann kannst du wieder reinkommen. Du bist der Beste. Okay, dann landen wir mal. Oh, Entschuldigung. 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 Für die Blumen. Entschuldigung. Wie lieb von dir. Wo ist denn der Flugplatz? Der muss da sein. Da ist er doch. Und... Fahrwerk ausfahren. Irgendwas stimmt nicht mit Benzin. Danke nochmal für die lieben Tipps. Also, definitiv bei meiner letzten Bruchlandung gab's... Einer hat gesagt, das war gut, so wie du das gemacht hast. Der andere hat gesagt, lande einfach scheiß drauf. Und dann wurde noch gesagt, pump das Benzin in den Flügel, wo das Rad ist. Ja? Ja, damit es nicht explodiert. Ich wusste nicht, dass das auch einen Unterschied macht. Also, jetzt wissen wir das. Ah, sehr gut. Wir haben Geld. Geld und Gold. Gold und Geld. Walter 3, seine erste erfolgreiche Mission. Wir haben schon gut eingesteckt dafür. Jetzt müssen wir gucken. Ja, wir sind ja abgestürzt. Jetzt müssen wir das Flugzeug wieder flott machen. Habe ich ganz vergessen. Das Flugzeug ist ja Fritte gegangen. Jetzt gucken wir mal kurz, wie viel davon noch geblieben ist. Weil ich meine, es ist alles gewesen. Wir galten als zurückgekehrt. Also wir galten als zurückgekehrt. Ja. Treibstoff MK3, Radar MK3. Tigerwucht Weiß, fliegendes Schwein, Lackierung. Oh Mann. Sauerstoffversteckte Stiefel und... elektrische Speizestiefel hatten wir doch schon. Na gut. So, Flugzeug. Es galt, als ist es zurückgekehrt, aber es ist abgestürzt. Deswegen haben wir ein neues genommen. Weil wir müssen ja unseren Regeln treu bleiben. Das ist alles richtig. Es ist noch alles so, wie es sein sollte. Das ist das Gute. Sehr gut. Okay. Geschütztürme. MK1. MK2. Bauch MK1 und Nase ist MK1. Was sagt denn die Ausrüstung? Heckmitte.
Da kommt jetzt auch mal... So, das lassen wir so. Ich will ein paar Fallschirme mehr haben. So, und Bug. Perfekt. Ja, jetzt haben wir 4 Fallschirme. Immerhin. Und, überleben. Da gibt es sogar nur... Ach, da gibt es Taube. Einmal genau. Taube. Und Beiboot. Das habe ich schon. Das habe ich draufgepackt. Das habe ich gar nicht gemerkt. Und Taube. Da. So, jetzt haben wir, wenn wir irgendwo abstürzen, mehr Überlebenschancen. Und sind bereit für die nächste Mission. Los geht's. Walter 3. Ah, du bist zwar abgestürzt. Aber wir haben alle Teile erfolgreich ausbauen können, um uns in Walter 3 anzubauen. Genauso können wir es darlegen. Oh, guck mal, die ist weit. Lasterfabrik in der Nähe von Paris. Mittleres Risiko, kurze Dauer. Wo steht denn nochmal, dass ein Fliegerast kommen kann? Habe ich vergessen. Kurze Dauer. Angriff auf eine Flakgranatenfabrik in Düsseldorf. Düsseldorf! Mm. Mission starten. Ich komme ja so aus dem Kölner Teil, so direkt Bomben aus auf Düsseldorf werfen. Nein, ich verstehe diesen ganzen Heckmeck nicht, aber es ist irgendwie, es wird einem so beigebracht, ja. Guck mal, jetzt haben wir ein paar Fallschirme, das ist gut. 4 Stück. Oh Mann, ey. Linus, das solltest du reparieren, meine Güte. Komm, wir starten schon mal. Fängt gut an. Oh Mann, ey. Das bedeutet auch noch, dass Rumpf gepanzert ist, hoffentlich. Alles habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Wir heben ab. Fahrwerk einfahren. Und los geht's. Der Pilot sitzt schon ein bisschen komisch. Guck mal, die Brieftaube da. Geringe Höhe erreicht. Mach nochmal Mager an. Ich weiß ja nicht, wie lange wir fliegen, aber eigentlich sollte das alles kein Problem sein. So. Einschwenken. Okay, was für Bomben haben wir? Können wir noch nicht sehen. Ah, toll. Nein, nicht den Piloten. Oh Mann, ey. Normale Bomben. Ist gut. Es regnet jetzt. Toll. Lass uns schön Zeit, ja? Fabrik zerstören. Sonst nichts bis jetzt. Hoffentlich müssen wir nicht nochmal so eine V2 abschießen. Das war schon echt übel. Walter, der Dritte. Eigentlich ist es Walter 2,5. Aber, ne? Also das können wir gut so darlegen, dass wir die Teile von Walter 2 umbauen konnten. Und deswegen wir immer noch die Upgrades haben. So, Mager. Mager Plus, ja. Mager aufgeladen. Ich habe einen neuen Kraftstoff, eine neue Fahrenstelle, eine Karte markiert. Fahrenstelle, okay. Jetzt müssen wir gucken. Das, was das für eine Flak ist, das werden wir jetzt sehen. Ich weiß halt nicht, wo ist unser Ziel. Es kann sein, dass er dahinter ist. Komm, wir fliegen schon mal provisorisch auf mit, Dingens. Okay. Alle Mann rein. Was haben wir denn da? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Mach den weg. Oh, Gott. Wieder unter einem Park, ey. Übel. Oh, ist nicht so dicht bewölkt. Kaum noch Munition. Okay. Scheiße, 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 scheiße. Wir brennen. Oh Mann, ey, du Trödelnase. Komm schon. Nicht Voltrox. Nicht Voltrox. Scheiße. Linus. Kein Stress. Kein Stress. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Brennt nur. Wir brennen nur, ja? Es ist nur ein bisschen Feuer.
Nur ein bisschen Feuer. Scheiße, wir müssen einen neuen Anflug machen. Wir müssen einen neuen Anflug machen, den Motor können wir immer noch reparieren. Wir werfen mal nur eine Bombe ab. Wow. Sehe ich nichts mehr. Doch, da ist es doch. Nummer 2. Bingo. Und dann machen wir noch ein Bild. Und da haben wir nochmal ein paar. Und da auch nochmal. Okay. Slow-mo. Da ist nochmal schwerer. Da auch. Oh Mann, das ist übel. Oh Gott sei Dank. Gut, dass da unten drin der Zimmermann sitzt. Und jetzt ab nach Hause. Oh Gott. Ich muss mich gerade konzentrieren. Hoch. Oh, Gott sei Dank haben wir hinten das Ding. Was ist das denn? Was soll das sein? Oh Gott! Sturzflug! Wir müssen nach Hause. Und zwar da lang. Nee, wir müssen da lang. Kommt schon, das wird kein großes Problem sein hier. Alle werden geheilt, das sieht super aus, kein Problem. Ballert, was das Zeug hält, meine lieben Freunde. Oh Mann, ich habe mir ja Spannung gewünscht, aber mein Herz. Da ist das Meer. Wir folgen mal lieber den Flugrouten. Alles sieht gut aus, Korkenzieher. Ah, scheiß auf Korkenzieher, wir machen zu viel. Alter, wow. Schnell Motor reparieren. Nee, du liegst erstmal dahin. Volti Voltrox. Wir haben keine Zeit zum Reparieren. Wir müssen reparieren. Sonst haben wir keine Zeit. Nachladen müssen wir auch. Neue Navigation erforderlich. Wir warten erstmal. Obwohl, wir können jetzt runtergehen. Ne, wir bleiben hier. Navigation wird schon irgendwie kommen, meine Güte. Boah, komm schon, Linus. Boah. Hui. Niedrige Höhe, los geht's. Keine Sicht, ist egal. Ganz ruhig. Immer schön das Flugzeug im Blick halten. Okay. Wir müssen jetzt mal hinsetzen. Gucken, wie unser Benzin aussieht. Das sieht alles gut aus. Alles gut.
weiter heilen. Wow. Guck mal, die haben es aber abgesehen auf unsere Navigation und Funk. Oh yeah. Buja. Das war mal hart. Alter. Wow. Oh, da geht's nach Hause. Bin ich froh, wenn wir landen. Das hat sich angefühlt wie ein paar der ersten Missionen. Oh Mann. Oh. Jetzt landen wir von der anderen Seite, glaube ich, oder? Sehe ich das richtig? Ist schon dunkel oder war es die ganze Zeit schon dunkel? Keine Ahnung. Pilot ist noch da, ne? Was ist denn los? Willst du keine Kurve fliegen? Jetzt in meiner Stellung zurück, okay. Komm schon. Wee, wee, wow. Sollte ja alles gut gehen jetzt. Auch wenn wir nur ein Rad haben, sollte ich alle in die Mitte schicken. Daran hatte ich auch mal gedacht. Weil immer das Vorderteil und das Hinterteil wegknicken. Wir haben tatsächlich gelandet. Wir haben tatsächlich aufgesetzt, wollte ich sagen. Wir haben tatsächlich gelandet. Bombercrew. Meine Güte. Angriff auf Lackgranatenfabrik in Düsseldorf. So, scheiß auf Altbier. Sehr gut. Optionale Aufklärungsfotos. Meine Güte. Ich wollte es aber auch echt wissen, ne? Das nächste Mal machen wir das nicht. So. Wir haben jetzt schon zwei Sanitäter hier. Der Lolukai. Meine Güte. Bling, 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 bling. Fortgeschrittener. Sonst nichts. Okay. Versorge die anderen Mitglieder deiner Besatzung bei Bewusstsein. Sind schnell bei ihren Verletzungen. Super. Percy die Taube. Lackierung. Motoren. Geschützturm MK1. Steuermotor MK4. Sauerstoffflasche, verstärkte Überlebensweste MK1. Schwimmweste und Landüberlebensweste. Puh. Na gut, Leute. Das war's von mir von Bomber Crew. Ich gucke jetzt mal, wie wir unsere Leute hier ausrüsten. Und dann sehen wir weiter. Warte, ich mal gerade gucken. Einfache Waldtarnung. Macht das irgendwie Überleben? Es ändert gar nichts, ne? Ne. Kopfbedeckung. Pilotenhelm. Blaues Barett, Flakhelm 2. Das kannten wir ja schon. Fortgeschrittene Sauerstoffflasche. Guck mal, 10%. Guck mal, das bräuchte eigentlich unser Zimmermann. Weil er ja auch immer rausklettert. Was hast du denn jetzt? Und nicht irgendwas, was noch Schutz macht. Das hier. Aber minus 15% Ständigkeit. Aber das macht plus das hier. Weste. Hast du eine leichte Flakweste? Das ist Kombi-Überlebensweste. Das verstärkte Überlebensweste. Oh, guck mal. Das ist doch was für dich. Du kriegst eine verstärkte Überlebensweste. Auch wenn du dann wieder 10% langsamer bist. Das Beste für uns ein Techniker. Handschuhe. Elektrisch beizte. Boah, minus. Du hast die fingerlosen Handschuhe, ne? Stiefel. Turnschuhe, Thermostiefel. Okay. Das haben unsere Gunner. Da haben wir ja schon alles. Warte. Flieger- und Kopfverdeckung. Das Maximum. Weste haben wir auch Maximum. Was hat das denn hier? Ach, guck mal. Die ist schon gar nicht schlecht. Guck mal. Plus 10. Kostet 500. Aber ich meine, ey, das Teil für alle Ausrüsten. 3000. Das ist schon echt krass. Plus 10 Geschwindigkeit. Bei allen oder nur? Nee, warte. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Also für alle wäre das plus 10. Weil die alle nur 70 Geschwindigkeit haben, glaube ich, oder was? Das machen wir. Alle kriegen die versteckte Überlebensweste. Ja. Super! Haben sie alle mal eine richtige Dingens. So, jetzt kommen wir kurz beim Flugzeug. Wir haben ja neue Motoren bekommen. Aber ich würde gerne bei den Geschützturm im Bauch mal was Neues reinsetzen. Oh, guck mal, 50 Kaliber. Wow, boah, ich bräuchte den 50 Kaliber hinten. Was aber mit Munitionszuführung? Boah, Alter. MK3. Pass auf, wir brauchen oben eins. 50 Kaliber. Oh yeah. Jetzt habe ich hier unten nicht mehr genug Kohle, glaube ich. Ne, aber jetzt haben wir oben 50 Kaliber drin. Oh, geil. Na gut, jetzt muss ich aber aufhören. Leute, wir sehen uns in der nächsten Mission wieder bei Bombercrew. Haut rein.